Hier bin ich. Sie sind Archäologe? Hier ist meine Karte. Sie kommen leider zu spät. Aber Sie sagten doch vorhin am Telefon, dass ich Sie um 19 Uhr erwarte. Tut mir leid, Ihre Villa liegt nun mal recht abseits. Abseits? Ist Ihnen das bisher entgangen? Ich habe mich verfahren. Gut, aber jetzt... Jetzt bin ich hier. Geben Sie sich keine Mühe. Ich arbeite nicht mehr. Außerdem kommen Sie viel zu kurzfristig. Die normale Anmeldezeit ist ungefähr 2 Monate. Sie können mich nicht einfach vor die Tür setzen. Entschuldigen Sie mal. Ich bin nicht diesen weiten Weg hier rausgefahren, um mich von Ihnen mit einem neuen Termin abspalten zu lassen. Seien Sie froh, wenn Sie überhaupt einen Termin bekommen. Ihnen ist nicht mal eingefallen zu fragen, warum ich Sie aufsuche. Stattdessen sitzen Sie hier, vor dem Spiegel bei geöffneter Haustür, und jeder hat Zutritt. Schon gut, Herr Archäologe. Ich werde die Haustür abschließen. Motorradfahrer, Ja. Und eine Krawatte von Dior. Eine bizarre Kombination, finden Sie nicht? Und diesen schrägen Pomp hier finden Sie nochmal? Mein Sammelsurium gefällt Ihnen nicht? Was haben Sie da für einen Handschuh? Und einen? Sie wollten mich rauswerfen, also gehe ich jetzt. Eben wollten Sie noch bleiben. Zeigen Sie doch mal den Handschuh. Ich lese ihn auch aus der Hand. Ich bin nicht interessiert. Angst vor der Wahrheit? Was kommen soll, das kommt. Na los. Na komm. Her mit der Foto! Fassen Sie mich nicht an! Ich habe keine Angst vor der Wahrheit! Ich komme zu Ihnen wegen der Hexe. Fett wegen? Wegen der Hexe aus Hänsel und Gretel. Sie wollen eine Konsultation wegen einer Märchenhexe? Mir geht es nicht um irgendeine. Mir geht es um eine bestimmte Hexe. Von der es heißt, sie nähere sich von Kinderfleisch. Und das macht Ihnen zu schaffen? Amüsant, was? Ha! Tja. Komisch, nicht wahr? Ich leide unter Wahnvorstellungen. Knusper, knusper, Knäuschen. Wer knuspert an meinem Häuschen? Der Wind, der Wind. Das himmlische Kind. Darf ich mal stören? Die Kinder wurden durch die Lebkuchenziegel in eine tödliche Falle gelockt. Ziegel, ach ja. Sie aßen vom Dach. Köstlich. Seien Sie doch nicht so verbissen. Ein wunderschönes Märchen. Der Holzfäller, der bei einem Walde wohnte. Wo soll er sonst wohnen? Am Meer vielleicht? Warum bleiben Sie nicht? Nach einem Moment?